Wir sind hier in der Familienpraxis Kaltzhorst. Unsere Praxis gibt es seit 70 Jahren hier. Wir sind mittlerweile die dritte Generation, die das hier weiterführt. Vor 3 Monaten sind wir auf ein Projekt in Großbritannien aufmerksam geworden vom dortigen NHS, dem National Health System. Das Ziel ist es, die medizinischen Bereiche klimaneutral zu gestalten. Das fanden wir gut und wollten es auch tun. Wir haben uns überlegt, welche Schritte wir einleiten können, um das zu verändern, zu verbessern. Wie können wir uns aufstellen, dass unser CO2-Fußabdruck so gering wie möglich ist? Dafür mussten wir natürlich erstmal herausfinden, wie groß unser CO2-Fußabdruck hier in der Praxis ist. Und wir waren doch deutlich überrascht, wie die Anteile des Fußabdruckes verteilt sind. Fast 2/3 des CO2-Ausstoßes der Praxis wird durch die Verschreibung von Medikamenten verursacht. Strom und Wärme machen ungefähr 12% unseres CO2-Fußabdrucks aus. Und wir haben uns daher entschieden zu sagen, hiermit fangen wir an. Wir wollen einen klimafreundlichen Stromanbieter finden. Und es war wirklich überraschend, wie schnell das ging. Innerhalb von 4 Tagen war alles erledigt. Und wir hatten einen klimafreundlichen Strom- und Gasanbieter. Der klimaneutrale Strom ist sogar etwas günstiger. Da fällt das dann nicht unbedingt so ins Gewicht, wenn das Biogas ein bisschen teurer ist. Die Mobilität als Auswirkung auf den Fußabdruck spielt in unserer Praxis eher eine untergeordnete Rolle. Das liegt einerseits daran, dass unsere Mitarbeiter den öffentlichen Personennahverkehr nutzen, andererseits aber auch, dass wir fast alle Wege mit dem Fahrrad zurücklegen. Hausbesuche oder auch kurze Besorgungen für die Praxis, Praxisbedarf, das machen wir alles mit dem Fahrrad und es bringt zusätzlich Schwung und auch Bewegung in unseren Alltag. Ja, das Fahrrad ist natürlich super für eine klimafreundliche Mobilität, aber natürlich nehmen wir das Auto auch weiterhin. Gerade im ärztlichen Alltag, zum Beispiel wenn man zu einem dringenden Hausbesuch fährt oder ähnliche Dinge erledigen muss. Wir haben uns daher entschieden, die entstehenden CO2-Emissionen über einen Anbieter zu kompensieren, indem wir entsprechende Zertifikate kaufen. Wir schaffen so eine Neutralisierung der CO2-Emissionen und das ist doch perfekt. Wenn wir uns den CO2-Fußabdruck ansehen, dann sehen wir auch, welchen enormen Bestandteil eben doch die Medikamente einnehmen. Durch die in den Dosiererosolen enthaltenen Treibhausgase haben die einen höheren CO2-Ausstoß als Strom und Heizung zusammen. Wir müssen einfach umdenken, welche Medikamente wir welchen Patienten verschreiben. Alternativ gibt es zum Beispiel Pulverapplikatoren, weil diese klimaneutral sind. Und bei den Patienten, wo es möglich ist, versuchen wir eine Umstellung darauf. Daten zeigen ganz klar, Klimaveränderung macht mehr Menschen krank. Und wir haben uns deswegen entschieden, das Thema Klimaveränderung und damit assoziierte Erkrankungen in unsere Beratung aufzunehmen. Zum Beispiel wollen wir dies in Gesundheitsvorsorgen tun, um unsere Patientinnen und Patienten noch stärker für dieses Thema zu sensibilisieren. Das kommt uns selbst zum einen zugute, dass wir gesund bleiben und dem Klima zugute. Also ich muss sagen, ich bin sehr froh über diesen Schritt. Das fühlt sich wirklich richtig gut an und nach knapp 100 Tagen haben wir unseren CO2-Fußabdruck schon um fast 30% reduzieren können. Es ist einfach ein tolles Gefühl, dass man durch einfache Veränderungen des Praxisalltags zur Klimarettung beitragen kann. Natürlich ist das Ziel, dass wir 100% klimaneutral werden, aber das ist ohne gesetzgeberische Hilfe nicht möglich. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, Mitglieder bei Klug zu werden. Klug ist ein Verein, der sich das Thema Klima und Gesundheit auf die Fahnen geschrieben hat. Hier finden wir ein breites Netzwerk von aktiven Kolleginnen und Kollegen. Und wir sehen es, dass jedes Jahr Tausende von Menschen an den Folgen von klimaassoziierten Erkrankungen sterben. Wir machen hier Gesundheit. Tagtäglich beraten wir die Menschen zum Thema Prävention. Aber Prävention bedeutet auch, dass Verantwortliche, Politikerinnen und Politiker zuhören und verstehen, warum man zukünftig Maßnahmen ergreifen muss, um hier einen wichtigen Beitrag zur Klimaneutralität zu erreichen. Und es wäre schön, wenn sich immer mehr Kolleginnen und Kollegen dieser Thematik annehmen und auch ihre Tätigkeit als Ärzte nutzen, um Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren.